Hier ist Caroline Richter vom Bayreuther Tagblatt. Ich habe mich heute mit Reinhard Schlöter King, unserem Ernährungscoach, getroffen. Einen wunderschönen guten Morgen, hallo. Wir schauen uns hier um, saisonal, regional, ideal für die heimische Landwirtschaft. Wir tun was für die Umwelt, keine Transportwege. Wir können unverpackt einkaufen, also, und haben alle Vitamine und Nährstoffe, die wir eigentlich den Winter über brauchen, ohne auf fremde Produkte überzugreifen. Also gehen wir mal rein und schauen, welche Produkte es hier gibt. So, und da hätten wir jetzt wunderbar den Lauch. Absolut saisonal, absolut regional, frisch aus Franken. Lauch, eine wahre Wunderwaffe, also ist super gegen Erkältungskrankheiten, beugt eigentlich allem vor, was jetzt so im Winter auf uns zukommt. Ist absolut gesund und super zu verarbeiten, zum Beispiel in einem Lauchquiche oder in jedem Eintopf gehört eigentlich Lauch dazu. Hier haben wir auch ein ganz, ganz tolles Produkt, saisonal, regional, die Pastinake, eigentlich weniger bekannt, aber man kann sie ganz prima einsetzen für Eintöpfe und man kann natürlich auch ein ganz tolles Pastinakenpüree davon machen. Ist jetzt von weniger Kohlenhydrate wie die Kartoffel, also ist ein ideales Schlankmittel und reich an Vitaminen und Mineralstoffen. Wir haben jetzt hier zwei Superfoods, regional, saisonal, das ist der Wirsing, regional das Weißkraut, ist Lagerware, aber die Umweltbilanz ist super positiv. Der Wirsing, sowohl der Wirsing als auch der Weißkohl, ist ideal für Rouladen zum Beispiel, für Gemüse, für Eintöpfe, das Weißkraut natürlich auch für Krautsalat und das Fantastische an beiden, also der Wirsing hat schon so viel Vitamin C wie eine Zitrone. Und der Weißkohl hat die dreifache Menge an Vitamin C wie eine Zitrone. Also absolutes Superfood, super gegen Erkältung, zum Vorbeugen, absolut saisonal, regional, tolles Wintergemüse. Und hier haben wir unsere Wunderknolle, die Kartoffel, zwar jetzt nicht saisonal, aber regional aus Guttendau angebaut. Mit der Kartoffel kann man so viele tolle Sachen machen und Kartoffeln ist, wie viele nicht wissen, ideal zum Abnehmen, auch für einen ausgeglichenen Zuckerspiegel. Und zwar jede Kartoffel, die einmal erhitzt wird, Kartoffel hat ja Stärke und wieder abgekühlt wird, da wandelt sich die normale Stärke in resistente Stärke um. Das heißt, die Stärke wird überhaupt nicht abgebaut oder wenn, dann nur ganz langsam. Also für Kraftsportler, für Diabetiker, für jeden eigentlich, der die tolle Knolle liebt. Als Kartoffelbrei, als Klöße, als Bratkartoffeln, als Pellkartoffeln. Also super Knolle, den Winter über, super Ergänzung. Der Apfel aus fränkischem heimischem Anbau ist das ganze Jahr über verfügbar und bis circa April ist die Umweltbilanz auch noch so, dass es besser ist wie jedes andere Produkt, das wir vom Ausland importieren müssen. Der Apfel ist reich an Vitaminen, ist reich an Mineralstoffen, also er deckt fast das ganze Spektrum ab, das wir für unseren Körper brauchen. Und natürlich kann man mit dem Apfel viele tolle Sachen machen, vom Rohessen über Apfelmus, Apfelkuchen, Apfelküchle. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Chicorée ist bekannt für seine Bitterstoffe und diese Bitterstoffe, die drinnen sind, die helfen dem Magen bei der Verdauung. Also wenn ich Chicorée esse, brauche ich weniger Magensäure, um meine sonstigen Speisen zu verdauen. Super Ergänzung für jeden Salat. Ich persönlich mag den am liebsten mit frischen Orangen. Feldsalat, der darf in keiner Küche fehlen. Der kann jetzt dieser Jahreszeit ruhig täglich auf den Tisch. Also bei Feldsalat kann man nichts verkehrt machen. Reich an Vitaminen, an Mineralstoffen.
aufpeppen mit Zitronensaft oder Orangensaft und allem, was einem einfällt an sonstigen Salaten. Immer gut. Als Ergänzung für die gute Küche dürfen natürlich Kräuter nicht fehlen. Und da es aber die meisten Kräuter saisonal, regional nicht gibt, empfiehlt sich das Anpflanzen zum Beispiel auf der Fensterbank. Oder man hat dann sowas wie diesen Rosmarin hier zum Beispiel. Das ist ein winterharter Rosmarin, den könnte man auch im Garten anpflanzen und dann hätte man es saisonal, regional. Ja, ich würde sagen, hier in der Rotmeinhalle haben wir wirklich sehr viel saisonales Obst und Gemüse kennengelernt heute. Und darum saisonal und regional. Mit den saisonalen und regionalen Produkten decken wir unseren ganzen Vitaminhaushalt ab, die ganzen Mineralstoffe, alles ist enthalten. Wir brauchen auf keine anderen Produkte zurückgreifen. Also wer möchte, kann sich gesund und fit ernähren mit regional, saisonal. Und außerdem noch ein super Punkt, wir unterstützen unsere heimische Landwirtschaft. Ja, und wer noch ein bisschen Inspiration möchte, auf bayreuther-tagblatt.de hat uns Herr Frederik King noch einige Rezepte zur Verfügung gestellt.